Ja gut, ist dasselbe wie meiner. Laura Steuer und Ruder. Ne, Palmsegel. Mehr Kampfgeschwindigkeit und Reisegeschwindigkeit, aber minus 7 Segelzustand. Ne, nicht unbedingt. Also kaufen wir erstmal lieber nur das. Und über das Meer verlassen wir diesen Ort. Das heißt, es geht jetzt als nächstes nach Nekataka zur Messingzitadelle. Und von da aus. Zum Ankerplatz. Und ja, den Reis. Oh, das deckt ja vielen Dinge. Ein Schiff taucht auf dem Horizont auf, es liegt tief im Wasser. Dich im Nähern und es identifizieren. Das Schiff verfügt über die steilen Winkel und die flache Vorderseite einer Schunker, aber es hat weder die Flagge Rautais noch einer anderen Seemacht gehisst. Stattdessen gibt es sich durch seine Flagge als Handelsschiff zu erkennen. Der Rumpf des Bootes scheint verstärkt worden zu sein. Seine Scharten strotzen nur so vor Kanonen, doch es bahnt sich friedlich seinen Weg durch die See. Ja, das Schiff begrüßen und dich vorbereiten, an Bord zu gehen. Das ist recht cool, dass wir das Deck der vielen Dinge jetzt gefunden haben. Das ist ein DLC mit einem speziellen Händler. Greetings, my fellow captain. Grüße von Kapitän zu Kapitän. Die Statuen, dass die kantigen Züge des Gottähnlichen des Mondes lassen erkennen, dass er elfischen Blutes sein muss. Sein Akzent trägt mehr als nur eine Spur Edirianisch mit sich. Er verbeugt sich leicht auf Hüfthöhe. Captain Thanek at your service. Allow me to be the first to welcome you aboard my humble vessel. The deck of many things. Captain Thanek, zu deinen Diensten erlaube es mir, dich auf als erster an Bord meines bescheidenen Schiffes willkommen zu heißen. Der Deck der vielen Dinge. Danke. Below you will find merchants from every corner of Aeora, each vending an assortment of wares, both rare and unusual. Unten wirst du Händler aus jedem Winkel Aeoras vorfinden und jeder von ihnen bietet eine Reihe an exotischen und seltenen Waren an. Er gestikuliert in Richtung des Schiffsinneren. Grinsend hebt er einen einzelnen Finger. Lest you think us easy, Marks? Know that we have bested pirates and monsters of every sea. Cross us, and we'll be adding your shiniest bits and pieces to our inventory, and your bodies to Andra. Sehr freundlich. Bevor du uns vielleicht den Beute hältst, muss ich dir sagen, dass wir es mit Piraten und Monstern in jedem Meer aufgenommen haben. Verscherzt es dir mit uns, werden wir deine glitzernden Teile unserem Sortiment hinzufügen und den Rest Andra übergeben. But let it not come to that. Please come below, my new friends, and explore what the deck offers. Aber dazu ist nicht kommen. Ja, dazu wird es nicht kommen. Bitte kommt unter Deck. Bitte kommt unter Deck, meine Freunde, und schaut euch an, was es zu bieten hat. Ja, Söldner, die das Ding bewachen. Und ja, ich muss zugeben, es ist gut bewaffnet. Und der Rumpf sieht auch ziemlich böse verstärkt aus. Der Typ hat halt Geld. Deswegen kann er sich die Bewaffnung, die Söldner und alles leisten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass seine Söldner entweder Max-Level sind oder über Max-Level.
Ja, Söldner, Zitako. Ado and welcome, amico. Ado, willkommen an Bord, amico. Der plumpe Zwerg verbeugt sich tief und streckt seine Arme zu beiden Seiten aus. Might I interest you in a new cloak? Perhaps gloves of the finest cut, a belt interwoven with incantations. Könnte ich dich für einen neuen Umhang begeistern oder vielleicht Handschuhe mit den feinsten Schnitten oder ein Gürtel durchwebt mit Beschwörungen? Du kommst mir nicht wie ein Seemann vor, wie bist du hier gelandet? Oh, it shows then. I'm afraid I'm still rather new to this. The slightest squall leaves me green for days. My ancestors, they would laugh me out the door. Sieht man es mir dermaßen an, ich fürchte, das ist alles noch neu für mich. Die kleinste Welt treibt mir tagelang die Übelkeit in den Magen. Meine Vorfahren würden mich lauthals lachend nach draußen befördern. Er reibt sich den Hinterkopf. Back in Velia, I apprenticed to the famed weaver, Selana Mezquinetra. She sent me to accompany a rather important shipment to the Republics. It was to be a grand adventure. Zu Hause in Vailia war ich ein Schüler der berühmten Weberin Selana Mezquinetra. Sie hat mich losgeschickt, um eine sehr wichtige Fracht in den Republiken zu begleiten. Das sollte ein großes Abenteuer werden. Instead, the ship foundered and only the grace of Andra and the sudden appearance of the deck spared me a sodden grave. That was 2 years ago, I think. Doch stattdessen ist das Schiff gesunken und nur Andras Gnade und das plötzliche Auftauchen des Decks haben mich vor meinem nassen Grab bewahrt. Das war vor 2 Jahren, glaube ich. Zeig mir, was du anzubieten hast. Was weißt du noch über das Deck? You mean like where it came from? Afraid not, friend. I rather suspect Andra herself of birthing it from the depths to fish out the few things she'd rather not see lost to the sea. Weißt du, woher es stammt zum Beispiel? Ich befürchte nicht, Freund. Schätze, Andra selbst hat es aus den Tiefen geborgen, um die Dinge aus dem Meer zu fischen, die sie lieber nicht darin verloren sehen möchte. Ja, zeig mir, was du anzubieten hast. Ich hole meine Kreide. Handschuhe des Kerkermeisters, Schärpe des Urteils, Munitionshandschuhe. Okay. Kappe der Lachnummer, Gewehr Dorfdepp. Was? Und Binus 1 Heimlichkeit, weil es Glocken, Dorfdepp. Der Träger erntet Lacher von allen Seiten und gefeiert Freunde wie feine Immunität gegen Entschlossenheitswirkung, verringert aber auch deren Schärfe des Urteils. Fügt Feinden mit Gesundheit über 50% plus 10 Schaden zu. Feinde fügen dem Träger plus 10 Schaden zu, wenn Gesundheit über 50% ist. Nee, nicht so wirklich. Gewährt Einschließung und Genauigkeit. Einschließung. Der Gefangene wird von der Welt isoliert und kann nicht mehr agieren, aber auch nicht mehr von Außenstehenden angegriffen werden. Die klingen eigentlich recht nett, aber Stiefel des Ausweichens, Stiefel der Heimlichkeit, Stiefel der Geschwindigkeit, Trollhautgürtel. Und Alltagskleidung. Na, er hat nicht so was Besonderes, was ich mir jetzt kaufen würden möchte. Nee. I'm here. At once. Dann bist du hier selber. Bestehlen will ich dich nicht unbedingt. Aber mit dir reden. Finding everything to your liking, Captain. Alles genehm, Captain. Tenik lächelt und ein schummriges Licht geht von seinen Hörnern aus. Hast du auch etwas zu verkaufen oder lebst du von den Einkünften deiner Besatzung? I sell the finest enchanted objects in the Deadfire. Will cost you a shilling or 60, but quality comes at a price. Ah, ich verkaufe die feinsten verzauberten Objekte im Todesfeuer. Wird dich die ein oder andere Mütze kosten, aber Qualität habe ich mir im Preis. Ein recht ungewöhnliches Schiff, das du da hast. Er klopft liebevoll auf seinen Schreibtisch. Isn't it though? And older than any of us aboard to boot. So Tara keeps the old tub looking like new, more or less. Ist es, oder? Und älter als alle hier an Bord. Sautura hält den alten Kahn in Schuss. Sieht aus wie neu, mehr oder wohl weniger. You might have noticed the Anguithan imagery in the beams, or the copper wiring. I suspect the deck, the hull at least, dates back to that ancient fabled empire. Dir sind vielleicht die inventarischen Verzierungen an den Wänden aufgefallen oder die kupfernen Drähte. Ich gehe davon aus, dass die Deck, zumindest der Rumpf, aus den Tagen des sagenumwobenen Reiches stammt. Da bin ich mir sicher. Any grand claims about its import.
probably just an old merchant craft lucky enough to survive whatever brought Ingrid low. Nicht, dass ich irgendwelche frechen Behauptungen über ihren Import anstellen würde. Vermutlich nur ein altes Handelsschiff, das genug Glück hatte, um das zu überleben, was Ingwiths Niedergang gebracht hat. You might have noticed the Ingwithan imagery in the beams. Lass uns über was anderes sprechen. Wie bist du der Captain der Deck geworden? Not just the decks, but the hull and the masts too. Nicht nur das Deck, sondern auch der Rumpf und die Masten. Sein Lachen klingt wie eine Glocke. Öffentlich lachen. I came to Adir a century gone by now and boarded the deck as a wee lad. A stowaway even. Might have thrown me overboard, the old captain, were it not for the shine. Ich bin in Adir aufgewachsen. Es muss schon ein Jahrhundert her sein und ich bin als kleiner Junge an Bord der Deck gekommen. Als blinder Passagier sogar. Der alte Captain hätte mich womöglich über Bord geworfen, wenn er nicht mein Glitzern wäre. Er tippt auf die leuchtenden Hörner, die aus seiner Stirn hervorragen. Few sailors go seeking Andrasir. Was the first time my being godlike had caused me aught but suffering. Nur wenige Seemänner sind darauf aus, Andras Zorn zu erleben. War das erste Mal, dass mein Dasein als Gottähnlicher mir kein Leid gebracht hat. Es ist nicht einfach, von den Göttern berührt zu sein. You don't know the half of it, friend. Du hast ja keine Ahnung. Zeig mir, was du anzubieten hast. Nur das Beste hier an Bord, der Deck. Deck der endlosen Möglichkeiten. Einmal pro Begegnung erweckt sie eine Karte. Die wahre Herkunft dieses Decks bleibt umstritten, aber eine Theorie sagt, dass der ursprüngliche Schöpfer niemand anderes als der exzentrische edirianische Erzmagier Tain war. Während ein Großteil seiner Arbeit in Vergessenheit geriet, wahrscheinlich weil es katastrophale Fehlschläge waren, ist dieses Ding ein Beweis seiner Genialität. Manche Kollegen vermuten, dass Tain absichtlich etwas von seiner eigenen Essenz in das Deck einfließen ließ, was seine chaotische Natur und seine starke Wirkung erklären würde. Ziehe eine Karte. Heißgeliebter Spielzeugritter. Effekt tapferer edirianischer Ritter. Cool. Ring des schicksalhaften Wohlstandes. Macht des Geldes. Erhöht basierend auf dem aktuellen Vermögen der Gruppe die Chance des Trägers, Treffer in kritische Treffer zu verwandeln. Im Augenblick bei meinem Gelden, ey. Halskette. Viele Frauen verwandeln sich zu Beginn des Kampfes in eine zufällige magische Waffe. Schuhe der Meuchenmörderin. Vom Träger angegriffene Gegner brauchen einen zusätzlichen Verbündeten zum Flakieren. Gewährt Schattenform. Umhang der Sternschnuppe kennen wir, glaube ich, schon. Mantel der Armut, gewährt verarmt. Erhöht die Entschlossenheit des Trägers, wenn die Gruppe wenig Geld hat. Okay. Schuhe des Narren. Falleneffektivität. Verwirrt Feinde, die den Träger mit einer Intelligenzwirkung treffen. Ring des Neustarts, gewährt Schicksalsrettung. Was? Die Zeit für Zurückgetreter ermöglicht dem Träger ohne Verletzungen aus der Bewusstlosigkeit zu erwachen. Berats Wurfknochen? Effekt Schatten. Ach, Beschwörung von einem Schatten. Und was ist hier oben? Nur Effekt, ziehe eine Karte. Beschwören. Ziehe eine Karte. Ja, eigentlich wäre ich neugierig, was dieses Deck kann, aber das Geld kann ich mir da doch nicht leisten, auszugeben. Sautara ist hier noch, ein Söldner. Baubel, Söldner, Söldner. Also noch zwei Händler. Ein Lagofett steht in der Ecke. Sein Kopf ist zur Seite gedreht, damit er dich mit seiner kugelförmigen Augen beobachten kann. In der Ecke hinter ihm steht ein großer Eimer mit schlackigem Wasser, dessen Oberfläche nur von einem Schwamm durchbrochen wird. Der Wille gestikuliert in Richtung der nahen Regale und könnte dich damit einladen wollen, die darin verstauten Waren unter die Lupe zu nehmen. Woher weißt du, ob diese Dinger wollen, dass du sie streichelst? Der will wirklich alles streicheln, oder? Er zischt durch seine messerscharfen Zähne. Seltsam, hier auf ein Lagofett zu treffen. Die Kreatur gurgelt, während sich ihr Kopf leicht bewegt. Dann lässt sie eine mit Schwimmhäuten versehene Hand an der Seite ihres Kopfes heruntergleiten. Wärst du nicht lieber im Meer als obendrauf? Der Lavogefett gurgelt erneut. Ungewöhnliches Schiff, oder? Er gurgelt. Du bist nicht gesprächig, oder? Er gurgelt.
Ja. Unbeschwert, unbeschwert, unbeschwert. Seine Waren prüfen. Oh. Collier von Eotas Licht. Segnung der Sonne gewährt. Segnung der Sonne. Beschwört einen intensiven Sonnenstrahl herab. Mhm. Tagsüber Zauber zurückwerfen. Oh, nicht schlecht. Ring der Eselei. Minus 8 Intellekt. Nein, danke. Heizkette des Herbstmondes. Gewährt Mitternachtswunsch. Ring der geringen Abwehr. Amulett. Nö, nichts Besonderes jetzt wirklich. Gewährt Mitternachtswunsch. Was ist das? Kanalisiert Mondenergie in eine örtlich begrenzte Kraftquelle, wodurch die Gesundheit von verbundenen Wirkungsbereich wiederhergestellt wird und sie einen geringen Bonus auf eine Verteidigung erhalten. Hm. Auch nicht so wirklich. Absolutely.